Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. Wir werden jetzt weiter diesem Kerl hier folgen. Und mal gucken, wo er uns hinführt. Ich habe keine Ahnung. War das nochmal Paladin Dent? War das genau. Wir waren ja im Polizeirevier letzte Folge. Und haben ihn ein bisschen erpresst, aus Versehen. Dass wir Geld haben wollen. Hoffentlich können wir uns trotzdem nachher noch das Bruderschaft anschließen. Wir werden mal schauen, ne? Das hat ja auch unserem Freund hier, Preston, nicht so gut gefallen. Ja, seine Waffe will ich haben, Mann. Die ist voll cool. Wo laufen wir denn überhaupt hin? Hier war ich doch schon. Obwohl, hier war ich noch nicht. Da wären wir. ArcJet Systems. Draußen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang rein. Flugzeug. Ne, hier war ich noch nicht. Sollen wir jetzt also rein, sagst du? Na gut, dann gehen wir da jetzt mal rein. Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Also gleich deine Energiequelle. Und dann kannst du nicht mehr rumlaufen. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Ist das das Werk der stählernen Bruderschaft? Leider nein. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Was sind Synths? Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeburten, die die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Aha. Was ist das Institut? Was ist das Institut? Eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich unter der Erde verkrochen haben, als der große Krieg begann. Haben die letzten Jahrzehnte damit verbracht, das Commonwealth mit ihren Technologie-Albträumen zuzumüllen. Hört sich an, als hättest du Angst vor Synths. Es besteht ein eindeutiger Unterschied zwischen Angst und fehlender Vorbereitung. So, gehen wir weiter. Aha. Das macht man. Schlucken. Scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Aha. Geh erstmal hier rein.
Erinnerung Passwortsicherheit. An alle Mitarbeiter von dem Sicherheitsleiter Sam Brand. Dies ist die jährliche Erinnerung daran, dass alle Passwörter für die Terminals und Zentralrechner monatlich geändert werden müssen. Sollte dies nicht geschehen, kann das zur automatischen Passwortänderung, zur Aufhebung von Netzwerkprivilegien und oder zu Disziplinarverfahren Maßnahmen führen. Bitte tragen Sie dazu bei, dass Achtlet-System weiterhin sicher bleibt. Aha. Apropos ist der Terminal-Passwort drei Monate lang nicht geändert worden. Aus Sicherheitsgründen wird das Passwort jetzt zurückgesetzt. Ihr neues Passwort lautet 9YB3N. Diese Nachricht wurde automatisch gestellt. Bitte antworten Sie nicht auf diese Nachricht. Gucken wir nochmal hier rein. Da kann man nichts sehen. Gut. Passwort kennen wir ja. Rausgefunden. Laborsteuerung. Fehler. Prototypverbindung Fehler. Verbindung mit Prototyp nicht möglich. Wenden Sie sich bitte an den Techniker. Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. Türen werden geöffnet. Einen schönen Tag noch. Ist da jemand anwesend? Schutzinstitutpistolen. Das ist sehr schön. Die haben richtig schöne Sachen für mich. Immer die schönste raussuchen und behalten. Alter, jetzt viel zu schnell unterwegs. Gibt so schöne Dinge zu finden. Na gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, er macht alles alleine hier. Dabei gibt es doch so schöne Dinge hier. Abgeschlossen für meine. Ja, sehr schön. Rüstung verbessern. Schwer verwundet. Ja, Preston, was machst du auch da für eine Scheiße? Geschafft. Diese Stärke Klebeband. Nein.
cool. Den Code kann ich nicht knacken. Kann ich das nicht oder will ich das nicht? Mal gucken. Ob ich das nicht doch kann. Hecke. Jetzt steht hier. Level 18 wird. Delirium war schon mal nicht richtig. Day. Das wird schwieriger. Cool. Oh, oder mal Glück, was man haben. Treibstoffmischung. Ich versuche Dr. McLean immer noch davon zu überzeugen, dass der Wechsel von Uran zu Deuterium einen wesentlich höheren Verbrennungsschubverhältnis zur Folge haben wird. Er macht sich Sorgen, dass die Deuterium-Raffinerie den Zeitplan der XMB-Hilfstrieb Zwergs um ein paar Monate verlängert. Aber meine Buchführung sagt mir, dass das Risiko wert ist. Ich weiß, dass Reinhard unter sowieso schon alle 7 Tage die Woche an Projekten arbeiten lässt, aber mir ist die zusätzliche Zeit egal. Wenn dadurch die Effizienz des Triebwerks verbessert wird. Tja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe Dr. McLean meine Vorführung gezeigt. Und er war beeindruckt. Er hat meine Notizen direkt zum Vorstand mitgenommen und um eine Projektverlängerung gebeten. Aber Reinhard hat Nein gesagt. Ich verstehe nicht, warum alles nur auf Geld hinausläuft. Wir schicken Menschen auf den Mars und möchten, dass sie so sicher und effizient wie möglich dorthin gelangen. Aber alles, was diese Mistkerle interessiert, ist die Tatsache, dass eine um 3 Monate längere Zeitplan sie ein paar Millionen Dollar kosten wird. Ich bin es ganz ehrlich leid, dass die Bilanz uns diktiert, was wir am Labor tun und lassen. Nach Abschluss dieses Projekts werde ich mir irgendwo anderes an Arbeit suchen. Nachdem Treibstoffproblem mittlerweile behoben ist, wurde ich vom XMB-Hilfstriebwerk abgezogen und arbeite jetzt am Hochleistungssender. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich nicht mehr beim Antriebsprojekt dabei bin, weil ich als einziger so dumm bin, mich zu beschweren. Wenn die Dinge schief laufen, statt also Treibstoffgemisch und thermodynamische Kalkulationen zu optimieren, lassen Sie mich jetzt eine unserer hochgelobten Funkgeräte fein abstimmen. Wie schon, dass ich meinen Abschluss in Kernphysik dafür verschwenden darf. Meine Aufgabe besteht darin, die Reichweite der HLS bis zum Ende des Monats um mindestens 50% zu erhöhen. Dürfte ein Kinderspiel sein. Erstmal Schloss aktivieren. Es hat nur noch 3 Wochen gedauert, aber ich konnte den Senderadius des HLS um mehr als 70% erhöhen. Mit einem dieser Schätzchen auf dem Schiff der NSSA mussten sie ein Signal innerhalb von 10 Minuten hin- und zurückschicken können. Jetzt muss ich nur noch die Größe um ungefähr die Hälfte verringern, damit alles wie angefordert passt. Dann bin ich fertig. Hoffentlich bekomme ich danach wieder etwas Interessantes zu tun. Sehr interessant. Schaut da
anderen Seite? Nein, da war ich noch nicht. Er ist hier durchgerusht, der Verrückte. Das ist noch ein Tesla-Ding. Oh Mann. Ja, das lese ich jetzt nicht alles durch. Das ist mir zu viel. Wenn wir mal kurz, ob hier irgendwas passiert. Ich glaube aber nicht. Ja, letztes Mal. Aufgrund unserer Unruhen in unserer Übersee ist der USA sich unsicher, ob das Projekt Marsflug fortsetzen soll. Man hat mir gesagt, dass je nachdem, wie sich die Lage entwickelt, möglicherweise ein Jahr oder mehr pausiert werden muss. Wenn das eintritt, müssen wir irgendwie mit den Einnahmen von Hochleistungssendern vertrags über die Runden kommen, den wir bereits erfüllt haben. Ich versuche die Moral ihrer aufrechtzuerhalten, aber das ist nicht leicht gesagt als getan. Während uns die Welt um die Ohren fliegt, hoffentlich kann unsere Regierung das alles regeln, damit wir wieder an die Arbeit gehen können. Also irgendwie in einem Krieg wahrscheinlich oder vorstehenden Krieg. Perfekt. So, Energiewaffen versucht dauerhaft 5% mehr Schaden, das ist schön. Und da fällt mir ein: Inventar. Waffen. Kurzes Jagdgewehr. Schockschlagstock, das ist mal was Schönes. Institutgewehr. Sehr cool. Zellen werden dafür benötigt. Kann ich mal umbauen. Nehmen wir einmal hier. 7. Und das machen wir mal auf 8 hin. Nochmal austesten. Oh, hier ist ein Safe. Erstmal nicht allen Schrott mit, wir brauchen hier nichts alles. Annika-Terminal, okay. Ich hab's dann mal mitgenommen, ich will da nicht benutzen. Das ist halt die Frage. Wie wollen wir uns am Ende anschließen? Die scheinen sich anders so zu mögen. Wo ist der Typ hin? Der Typ ist ja wieder unten jetzt. Warum hat er da hingekommen ist? Mal hier runter. Ja gut, dann müssen wir aber erst nochmal Mechaniker-Ding hier benutzen. Dann kannst du nicht mal erst am Anfang sein. Ich doch nicht das. Super. Ich kann
könnte Tee sein. Tee war es aber nicht. Also es ist ein O in R und S. Wäre... Es könnte Aua sein. Soll ich es versuchen? Geschafft. Ja. Retouraufträge. Habe ein neues Terminal als Büro installiert, nachdem es hier... Blablabla. Blablabla. Okay. Ganz viel. Was ist hier wieder vorgefallen? Mal so viel lesen. Bin hier noch 300 Jahre beschäftigt. So, ich muss jetzt irgendwie hier runter. Der Triebwerkskern ist vor uns. Das dürfte unser letzter Halt sein. Eintrag, den muss man an. Ja. Was ist das? Junk Jet. Ach, damit kann ich Müll verschießen. Sehr schön. Das finde ich mal sehr schön. Damit kann ich das starten. Hier gibt es noch einen Laptop und diesen Fusionskern. Ein bisschen Glück haben. Hauptenergie aus. Hilfsgeneratoren aus. Achtung. Der Maschinenkern wird mit Notstrom betrieben, um Energie zu sparen. War nicht wichtiger System von Energieoptionen. Hilfsgeneratoren starten. Erledigt. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Triebwerk betankt und bereit zur Zündung. Lässt du mich mal vorbei pressen? Alter, Preston! LOL! Ist das sein Ernst?
genial. Nein, das ist mal wirklich Klappspeicher. Ja, sehr schön. Das hat uns viel Zeit gekostet. Züge haben aber keinen Saft mehr. Wir müssen weiter versuchen, die Stromversorgung in der Anlage wieder herzustellen. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau dich mal im Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Warnung. Energieverlust. Triebwerkskern ist ja außer Betrieb. Ach genau, ich wollte auch noch. Da hören wir uns jetzt noch das mal erstmal an. Inventar. Diversus. Holoband ist Ausreißerin, nee. Emmas Holoband. Atomic Command. Ah, nee. Ja gut, dann spielen wir jetzt mal Atomic Command auch, okay. Ja, das war eigentlich auch nicht mein Plan. Aber wir spielen jetzt Atomic Commands. Die haben wir ja auch noch nie gemacht. Warum auch also nicht, ne? Zerstör das, dann habe ich es hinter mir hier. Wir haben leider verloren. Good game. Yes. Jetzt muss ich mal gucken. Gelehrter Heiler, müssen wir hier eintreten. Das haben wir auch gar nicht. Gucken wir uns das nochmal an. Einsatzgelehrte Halen, persönliche Aufzeichnungen, Eintrag 324a. Langsam frage ich mich, ob es so schlau war, der stählernden Bruderschaft beizutreten. Ursprünglich bin ich beigetreten, weil ich Schutz und Kameradschaft suchte. Aber langsam befürchte ich, dass ich dabei ein Stück meiner Menschlichkeit aufgegeben habe. Die Botschaft der Bruderschaft lautet Hoffnung für die Zukunft. Das klingt idealistisch und edel. Aber ihre Methoden lassen eine Menge zu wünschen übrig. Besonders schlimm scheint es in der Führungsetage zu sein. Statt auf Diplomatie setzt man dort auf gewalttätige Konfrontation, um Kontrolle auszuüben. Trotz alledem habe ich es bisher erfolgreich geschafft, den Gefechten aus dem Weg zu gehen, indem ich die Laufbahn einer Einsatzgelehrten gewählt habe. Es muss sich noch herausstellen, wie lange ich den Anblick von Blut auf meiner moralisch sauberen Weste ertragen kann. Mhm. Techniker hier, das ist es. Techniker, persönlicher Eintrag. Joel, grinsen, lachen, spotten, necken. Oh, er hat einen Highschool-Abschluss. Alles gut, er war sicher am Werkunterricht. Oh, guck mal, er liest Wissenschaftsmagazine. Ha, ha, ha. Werkunterricht. Sollen Sie das hier mal im Werkunterricht machen? Meine Ingenieurskunst. Das Beste auf dem Gebiet beschleunigter Waffen. Meine Schönheit. Mein Junkjet.
Die werden sich noch wundern. Diese Ingenieure mit ihren Anzügen und tollen Abschlüssen. Am Montag werde ich es ihnen zeigen. Sehr schön. Ja, ich sage an der Stelle auch wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns nächstes Mal, wenn es heißt, wir kämpfen gegen ganz viele außerirdische Aliens. Nein, es sind komische Roboter. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.